Okay. Da sind wir doch noch auf der Karte. Gut, wir sind wieder an der Stelle, wo wir hingehören. Machen wieder genau dasselbe. Wir bauen hier die zwei Dinger auf. Und machen das Ganze nochmal im Schnelldurchgang. Also gut, den Raum, den meiden wir. So, Holz wird gesammelt. Holz, das wir schon mal benutzen können. This is urgent. Oh ja. Halt, Pause. Pause habe ich gesagt. Das hatte ich total vergessen, dass wir ihn wieder hier hochbringen müssen erst einmal. So. Achso, Holz, weil die Karotte neu gemacht wurde. Gut. Mir fällt gerade so auf, wir haben hier 5 Karotten und nur 3 Holzpflanzen. So. Los zur Militärspezialisierung. Und ich bin fast schon gewillt. Also zum einen eine von den Karottenpflanzen abzureißen und wieder eine Holzpflanze zu platzieren und nochmal Trainingspuppen aufzustellen, auch wenn das aufs Gold geht. Aber ja, wenn die Karottenpflanze hier abgeerntet wurde, verkaufe ich sie mal. Und kaufe dafür eine neue Holzpflanze. So, dass wir mehr Holz kriegen und das Holz vielleicht auch verkaufen können, wenn es nötig werden sollte. Ja, man muss auf jeden Fall mehr rauskriegen, als man reinsteckt, sonst wäre das unfair. So. Goblin. Der dürfte jetzt kein Problem mehr für euch beide sein. Sagte ich, und sie kriegen total auf die Nase. So. Mhm. Okay, zu dem Maulwurf kann ich mich schon mal runtergraben. Das ist ja halb so schlimm. Nur was das Turmalin angeht, da darf ich nicht in den anderen Raum reingraben fürs Erste. So, Beliebtheit wieder steigern, indem ich das Schlafzimmer auskleide. Fangen wir lieber erst mit den Wänden an. Das ist das etwas gemütlicher. Ups. Aussieht hier. So. Leitern. Frische Leitern. So, jetzt müsstet ihr runterkommen und ihr hoch und den Maulwurf töten und sowieso. Und damit ist mein Holz weg. Fast mal wieder. Aber ja, wir kriegen ja noch genug Holz. Vor allem, weil ich hier unten ja die Nester verkaufen kann. Okay, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist wenigstens etwas. So, das Stein kann ich ausgraben und das kann ich auch ausgraben. Aber mehr nicht, weil sonst komme ich wieder in den Raum rein. So.
Und in den Raum will ich nicht wieder rein. Definitiv nicht. Gut, sieht ja alles soweit okay aus. Wie weit ist mein Forscher? Ah, so sehe ich nichts, so sehe ich den Fortschrittsbalken. Aber er ist bald wieder bei einem Punkt. Das heißt, ich kann wieder die Kriegerverbesserung freischalten. Und die beiden weiter hochtrainieren. Jo. Okay, gucken wir lieber nach oben, weil oben ist nicht so garstig wie unten. Also in die beiden Räume hier rein. George. Na, ganz ehrlich, das Turmalin, das lasse ich jetzt mal gut sein. So. Das bisschen Eisen, ja. Denn ich muss sollte beide erstmal zu Nahkämpfern upgraden. Und wir können uns den nächsten Jungzwerg endlich holen wieder. Nahrung geht. Alles andere geht eigentlich auch. So, hier drüber möchte ich gern weiter buddeln, und zwar hier rein. In der Hoffnung, dass das besser aussieht. Okay, Level up, Forschungspunkt, gut. Du wirst Nahkämpfer, ein besserer, ein Kämpfer, ja genau. Du bist jetzt ein Krieger und du bist ein Kämpfer, oder? Ja. Jo, super Unterschied. Wir brauchen noch eine Leiter. So. Und mit mehr Holz können wir hier auskleiden. Ja, sehr schön. Dich mal nach da oben, dass du was essen kannst. Und ja, wie machen wir dann weiter? Wir könnten uns entweder in den Raum... Also ich glaube, erstmal grase ich die beiden Räume hier oben ab. Das ist sicherer. Und er hat Hunger. Kein Problem, dann iss mal was. Ich glaube, währenddessen kann ich mal hier den... Ah ja, hier oben muss ich wieder auskleiden. So. Und theoretisch könnte ich auch hier das Labor mit Stein auskleiden. Weil es andere, gerade Turmalinmauern und so, sind viel zu dire. Und wir haben einen... Raum mit einem Wichtel gefunden. Ja, tut mir wirklich sorry, leid, Kumpel, dass ich jetzt deine Wohnung einreiße, aber wir brauchen das Gold unter deiner... unter deinem Ding. 29 Eisen. Ja, woher auch immer die anderen neuen gekommen sind, haben wir hier vielleicht irgendwas verkauft? Jedenfalls, wir brauchen die Erfahrungspunkte von dir und wir brauchen das Gold, was sich unter dir befindet. Also tut mir leid, Kumpel oder Kumpeline. Und weg. Wie gemein das auch klingt, wenn die sterben. Oh, hier wäre noch mehr. Hier ist noch mehr Eisen, okay. Das muss dringend ausgehoben werden. Leitern.
Und hier ist auch noch eine ganze Menge drunter. Vor allem Ding aber Dings. Gold. Also Silber, besser gesagt. Ja, die üblichste Reichtumsform. Guter harter Stein, gut geeignet zum Bau von Wänden, für Betten nicht so sehr, ja. Das ist übrigens auch etwas, was ich noch machen muss. Betten langsam austauschen. Das hat sogar eigentlich Vorrang gegenüber den anderen Sachen. Wenigstens zwei Betten zu besseren Betten machen. Und wir haben jede Menge Eisen. Sehr schön. Jetzt bin ich am Überlegen. Eine Kiste kostet 50 Eisen und 100 Holz. Dass wir die erste Lagertruhe hier unten errichten können. Also Holztruhe. Weil ich werde hier alles mit Holztruhen vollstopfen, dass ich genug Gold nachher zusammenkriegen kann. Zur Not mache ich das Ganze nach links und rechts halt eins breiter, um noch mehr Truhen reinzuwürgen. Ja, nicht ablenken lassen. Wo ist mein zweiter Nahkämpfer? Ach, da unten. Kämpfer. Gut, damit sind die schon mal gerüstet. Holz heben wir auf. Wie viel bringt Silber nochmal? Gold bringt 50. Ich glaube, Silber bringt nur 20. Also ist nicht gerade viel, was dabei rumkommt. Aber ist besser als nichts. Ja, was auch immer du gerade treibst. Ach, die Masche mal wieder. Oh, hier ist auch nochmal ein Stein. Okay. Und beide haben Hunger. Und ja, ich giere gerade ein bisschen auf den Stein. Wenn ich dich verkaufe, bin ich kurz davor, genug Holz zu haben. Genau. Um noch ein weiches Bett zu bauen. Auch wenn ich jetzt gerade überhaupt kein Holz mehr habe. Aber ich glaube, an unseren Holzpflanzen ist gerade genug Holz, dass ich wieder welches reinkriege. Ja. Bei dir warten wir bis Level 5, dann wirst du ein Wissenschaftler. Und ja, hier unten, hier ist tatsächlich eine Menge Stein noch. Ich würde vorschlagen, wir heben einfach mal alles in dem Raum hier ein bisschen aus. Oh. Ja. Ihr kriegt sofort eine neue Leiter und dann kommt die hier wieder raus. Und alle sind glücklich und zufrieden. Wobei, ihr solltet vielleicht nicht da graben. Sondern hier. Da grabt ihr nicht so mitten im Raum rum. Und ja, die beiden nehme ich mal weg. Weil nur hier ist Stein. So. Okay, mal sehen, ob ich es gleich bereuen werde, da reinzugraben. Nein, es sind nur noch mehr Gnome. Mit einem Forschungstisch. Und jede Menge Eisen. Das ist schön. Und Gold. Ja. Also, tut mir leid, dass ich euch hier jetzt auch wieder überfall. Gehen wir mal in Richtung Laufschuhe. Die sind mir gerade wichtiger als alles andere.